Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Diese Woche tanzt Tatjana Peres auf der Bella und Bettina Tietjen überrascht uns mit einer Spontan-Talkshow. Bitte schön. Stimmungskanone und Tanzexpertin Tatjana Peres war an Bord und sie hat den Kollegen da richtig eingeheizt. Die hatten ordentlich Spaß, riesige Partys gefeiert und es ging so richtig heiß her. Und wenn es heiß hergeht, dann muss man sich ein Eis gönnen. Ihnen viel Spaß und mir auch. Mein Name ist Tatjana Peres. Ich bin Spezialistin für destinationsbezogenes Entertainment bei AIDA Cruises. Was heißt destinationsbezogenes Entertainment? Ganz einfach, ich bringe verschiedene Kulturen der Länder, die wir bereisen, an Bord von AIDA-Schiffen. Und zwar in Form von Tanzworkshops, Vorträgen und natürlich auch Shows. Die Gäste fragen sich, was berechtigt eine einzige Person, so viele Kulturen zu repräsentieren? Das ist ganz, ganz einfach meine Herkunft. Denn ursprünglich bin ich ein Cocktail. Ich bin halb Russin, halb Kubanerin. Bin Spezialistin für orientalische, asiatische und indische Kultur und dementsprechend ein absoluter Cocktail. Und Cocktail ist immer etwas, was Menschen entspannt, was Menschen Freude bringt. Auf dieser Reise habe ich die Ehre, nicht nur Bollywood aus Indien und Bauchtanz aus den Arabischen Emiraten zu repräsentieren, sondern auch meine eigene lateinamerikanische Peres Pool Party zu machen. Sie fragen sich bestimmt, was macht Latino Party auf einer orientalischen Route? Ich sage Ihnen, Stimmung. Denn Latino-Musik mögen immer alle und auf jeder Route. Und ich freue mich, dass ich das an Bord von AIDA Bella machen darf und viel Freude und Gelassenheit in die Herzen unserer Gäste bringen darf. Ich hoffe, dass Sie alle Ihre Sorgen und Kummer einfach von Ihren Schultern nehmen, über Bord werfen und sich freuen über all das, was wir hier alle zusammen erleben dürfen. Bettina Tietjen war an Bord und weil sie das, was sie macht, so unheimlich gerne macht, macht sie das, was sie macht, auch im Urlaub. Nämlich talken, einfach mit Menschen sprechen. Sie hat sich einfach Leute aus dem Publikum auf die Bühne geholt und hat sich mit denen unterhalten. Tolle Aktion, gucken Sie mal. Und ich finde, es ist eine nette Runde, oder? Was sagen Sie? So, Jens, jetzt erzähl du mal was über dich. Also, warum du diese Art von Urlaub so toll findest. Deine Frau hat mir übrigens erzählt, ich weiß ja schon eine Menge über Jens, ne? Also, deine Frau hat mir erzählt, ihr habt auch mal Wohnmobilurlaub gemacht in Neuseeland. Das war nicht ihres, hat sie gesagt. Wie hast du das? Also, warum möchtest du lieber Schiffsurlaub machen als Wohnmobilurlaub? Die Urlaube waren wunderbar, nur dass diese schöne Insel... Inseln so schön weit weg liegen, dass es Überwindung kostet, dahin zu fliegen. Und zu den Seefahrten, da muss ich sagen, das ist schon allein der Weg das Ziel. Mit dem Schiff zu fahren, aufs Meer zu gucken, ist für mich unheimlich entspannend. Also ich muss gar nicht mal jeden Tag von Bord gehen. Vom Beruf bin ich Stadtbahnfahrerin in Stuttgart. Stadtbahnfahrerin? Also unterirdisch oder überirdisch? Ja, in Stuttgart fahren sie halt überirdisch und unterirdisch. Und du machst beides? Ja, ist ja eine Linie. Mal ach so, eine Linie, mal so. Erzähl mal von diesem, wie kam das denn? Also Kochen im Gefängnis, das ist ja genau. Sehr außergewöhnlich. Ja, in einem Job, den ich vor 12 Jahren ungefähr hatte, das war eine Pension. Dort sprach mich eine befreundete Dame an und fragte mich, Jutta, wüsstest du nicht vielleicht jemand, die in der JVA kochen könnte? Ja, und dann hatte ich dort ein Vorstellungsgespräch und ich dachte, es wäre nur mit dem Psychologen. Und die Tür ging auf und dort saßen, ich glaube, 15 Inhaftierte, der Psychologe und zwei Beamte.
Oh, und da war ich erstmal sprachlos. Also Sie waren schon da, um dich gleich kennenzulernen? Um mich gleich kennenzulernen. Und ich hatte quasi das Vorstellungsgespräch vor 16 Personen und ja, irgendwie war das ein bisschen viel, aber hat geklappt. Melanie, du hast gerade auch ganz interessiert geguckt. Wie ist es bei dir? Kommst du bei deinem Job auch mit vielen Leuten in Kontakt oder machst ja, du? Ja, ich bin ja im Privathaushalt, wo ich sauber mache. Ach so, Privathaushalt. Und da ist ja jedes Pärchen oder jede Familie ist ja komplett anders. Die einen haben Kinder, die anderen haben keine Kinder, Häuser, Wohnungen. Das ist. Und nimmt man sich auch mal Zeit? Also kann man noch ein bisschen quatschen, mal einen Kaffee trinken? Sich, ja, ja. Also ich habe ein älteres Ehepaar. Er ist über 80, sie ist über 60. Und da merkt man schon, die Kinder, also die Tochter wohnt in der Schweiz, dass die schon Redebedarf haben. Also die erzählen mir viel. Die haben auch früher viele Reisen gemacht. Genießen Sie erstmal Ihren Abend. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich könnte noch stundenlang, aber geht ja weiter hier. Und wenn Sie mehr wissen wollen über unsere Reisen, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Und wenn Sie jemand sind, der noch nie eine Kreuzfahrt gemacht hat oder wenn Sie jemanden kennen, der noch nie eine Kreuzfahrt gemacht hat, dann sind die Kurzreisen für Sie das Beste, was es gibt. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. In Kiel starten wir unsere Reise. Als erstes geht es in die schwedische Hafenstadt Göteborg. Wir besuchen noch Kopenhagen, bevor wir wieder unseren Ausgangspunkt Kiel erreichen. Hier auf St. Pauli ist die älteste Tätowierstube Deutschlands. Da können sich Ihr Motiv der Wahl stechen und Ihr Leben lang angucken. Und genauso ist es bei den Bildern der Woche. Sie kriegen sie hier von mir serviert und können sie lebenslang angucken. Viel Spaß! Mistakes I've made a few.